Oh, so YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Captain of Industry. Wir sind wieder da, wir sind mittendrin, wir sind dabei. Ja, aber irgendwie wird das Feld nicht gebaut und ich weiß nicht wieso. Priorität 15, Priorität 1, irgendwie passiert hier einfach nichts. Warum? Okay, also dieses Spiel hat echt Probleme mit Bildschirmrendern. Das geht so auf, aber da unten ist die Baupriorität, du Kacker. Das ist die Arbeitspriorität. Oh mein Gott. Ja, okay. Aber wie soll man denn das als Benutzer wissen, wenn das außerhalb des Fensters aufgeht, nicht? Also wenn es so aufgeht. Jetzt geht's so auf. Ja, klasse. Bestimmt, weil ich bei dem Feld das mal so geschoben habe und bei dem im Bau ist es dann draußen. Das ist nicht gut. Also es ist kein gutes Fenstermanagement, das muss man mal so festhalten. Das erklärt jetzt auch, warum die Menschen verhungern, weil sie deswegen das Feld nicht gebaut haben. Ja. Okay. Jetzt geht's immerhin voran, hoffe ich. Leider haben sie jetzt schon mit allem anderen angefangen. Hier wird Rohöl gespeichert. Hier sind die Pumpen. Die pumpen Rohöl. Und hier ist die Dieselei. Die braucht Kohle. Und ja, erzeugt dann Abwasser und Diesel. Und das Abwasser, da müssen wir gucken, dass das mit dem Verschütten hier jetzt fertig wird. Und dann können wir da nämlich weiterbauen, würde ich sagen. Keine Gebiete, in denen abgebaut werden kann. Okay, das ist okay. Bergbaugebiete. Hier kann auch abgebaut werden. Du hast nichts mehr zum Abbauen. Das ist natürlich gut und schlecht gleichzeitig. So. Bis 6 kann der, glaube ich, runter. Und dann gucken wir mal. Ich meine, wir haben hier genug Eisen, das heißt, die können hier ordentlich abbauen und verschütten. Jetzt auch noch in seinem Einzugsgebiet. Fällt so ein Baum einfach um? Das wäre gut zu wissen. Was passiert mit so einem Baum? Man müsste einfach runterstürzen auf die Fahrzeuge. Der kippt einfach zur Seite und verschwindet. Na gut. Ist das auch geklärt? Keine Forschung. Wir sollen ja auch irgendwie Rohgummi oder sowas. Synthetisches Gummi. Dann lernen wir mal synthetisches Gummi. Und hier können wir noch sagen, Ziegel lagern. Erde, Wasser, Kohle. Sehr schön. Hier ist noch alles drin, was wir brauchen. Das reicht also auch noch. Die Menschen verhungern. Aber jetzt ist die zweite Farm immerhin da. Und Fahrzeuge fehlen wieder Fahrzeugteile. Sind stark ausgelastet. Ja, ja. Wir brauchen Fahrzeugteile. Grundsätzlich könnten wir die selber ja herstellen, Fahrzeugteile. Aber da brauchen wir elektronische Teile und die kriegen wir auch noch nicht rein. Das heißt, die müssen wir uns auch irgendwie vorsehen. Wir haben nur noch 64 davon. Wahrscheinlich müssen wir da die Kupfersachen und sowas erforschen. Okay, er kann hier Diesel speichern. Er kann das abgeben, aber er kann Abwasser nicht abgeben.
Kapitänsbüro. Okay, das lesen wir uns dann durch, wenn es soweit ist. Wo ist denn hier Abwasser? Wir haben irgendwo Abwasser. Abwasserrohr. Das ist aber auch echt lang. Und ich würde sagen, wir kommen irgendwo auf der Höhe. Hier ist auch schon fertig, ne? Dann können wir es eigentlich direkt hier hinsetzen. Eins, zwei, drei. So. Okay, da muss man auch erstmal ein bisschen mit klarkommen. Was ist hier passiert? Hallo? Boah, sowas liebe ich ja auch. Warum nimmt er nicht nur ein Segment weg? So, jetzt nochmal. 1, 2, 3. Bist du jetzt dran? Ich hoffe es. Schreibe ins Buch. So. Hä? Jetzt ist wieder nicht dran, oder was? Was ist denn hier sein Problem? Ist das das falsche Rohr? Was ist sein Problem? Vielleicht müssen wir erstmal flach daran. Vielleicht stört ihn das in irgendeiner Weise. Ja, okay. Ist aber jetzt auch nicht eindeutig, warum das so ist, wie es ist. So, dann können sie endlich anfangen damit. Und dann können wir regelmäßig diese herstellen, nicht? Da wir Öl fördern, passt das. So, was haben wir noch? Das Kapitänsbüro und die Gummihersteller. Die brauchen Gummi, Kohle und das war's schon. Und machen auch Abwasser. Ja, aber warte mal. Kohle brauchen die auch. Und Abwasser erzeugen die auch. Also mit dem Feld hier ist jetzt ein bisschen sehr eng geworden, leider. Und mit dem Fahren wird es dann auch nicht gerade weniger eng. Aber das ist halt, wenn man die Produktionsketten noch nicht kennt. Alles ein Abenteuer. Okay. Nicht er. Okay. Und wo kriegst du dein Zeug raus? Stückgutlager, nicht? Gummi. Okay, das wäre ein Stück gut. Das bauen wir mal. Da ist der Eingang, da ist der Ausgang. So hin. Die Menschen verhungern. Ja, 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 die Felder, die wachsen doch. Sollen sich nicht so haben. Nur weil es mal keine Kartoffeln gibt. Wunderbar.
Ich muss gestehen, ich weiß auch echt noch nicht so viel, was ich hier mache. Aber wir tasten uns ran, nicht? Die erste Staffel, der erste Run wird, glaube ich, absichtlich auch gegen die Wand fahren. Ich will ja auch gerne Tipps haben. Ich finde immer, wenn jemand heutzutage, bevor ich was spiele, alle Tipps von jedem kriege, dann brauchst du nicht mehr spielen, dann weiß ich doch schon alles. Das ist doch das Ziel, das Spiel zu lernen und nicht das Spiel zu wissen. Das Spiel zu wissen, dann lerne ich lieber was für die Arbeit. Nicht, wenn ich lernen will. Aber ich will ja spielen und das erkunden. Und wenn jemand aber alles weiß, dann macht es auch gar keinen Spaß. Also, wo ist die Herausforderung, würde ich sagen, bei sowas dann? No. So, und du speicherst jetzt Gummi. Gummi, 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 Gummi. Gummi Ratu. So, und du machst Gummi daraus. Öl kommt rein. Das ist das andere Schwefel. Und das ist klar. Akzeptiert. Lecker. Okay, jetzt kommt auch Abwasser raus. Und jetzt geht auch die Produktion wieder los. Sehr gut. Und schon haben wir Gummi. Wir haben schon wieder keine Forschung. Was sollten wir noch erforschen? Erstmal Ziege einsammeln und Elektronik, ganz wichtig. Und hier für die Dieselproduktion, Konstruktion und Ziegel. Kupferveredelung sollen wir erforschen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Kupferveredelung erforschen wir. Deaktivieren Sie die Lastwagen-Import für das neue Diesellager. Bauen Sie einen Flüssigkeitsspeicher für diese und verbinden Sie mit der einfachen Distillerie. Deaktivieren Sie den Lastwagen-Import. So. Okay, dann haben wir das auch. Wir kriegen Zement und Diesel. Sehr gut. Ah, verkippen geht nicht mehr. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt hier ansetzen. Genau. So. Und uns irgendwie versuchen, mit diesem Berg hier drüben zu connecten oder so. Ey, oh, das ist auch manchmal echt blöd. Und hier wäre zum Beispiel geil, wenn die Zahl sich einfach mit der Richtung dreht, der das gerade zeigt, nicht? Manchmal. So, jetzt sind wir ansteigend. So. Das wird nicht gut aussehen hier. Er hat nicht so eine Ecke, nicht? So ein Eingabeecke. Naja, gut. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir eine gerade Küste zugeschüttet, aber relativ schnell. Also. Uff. So, Kupferveredelung erforscht. So, wo ist überhaupt Kupfer? Wo ist Kupfer? Kupfer ist grün. Beziehungsweise türkis. Da hinten ist also Kupfer. Alles klar. Ein Bergwerk für Kupfererz einrichten. Das bedeutet aber auch, wir brauchen neue Bagger. Bedeutet, wir brauchen Fahrzeugteile. Haben wir nur nicht. Ah, bauen Sie eine Montage 1, um Elektronik produzieren, eine Montage 1 für Fahrzeugteile. Okay. Ich würde die
einfach pro Kästchen vielleicht eine machen. Erstmal. Das sind die Lager. Okay, und du sollst herstellen Elektronik. Achso, ein Gummi. Aus Gummi und Kupfer wird Elektronik. Okay. Und du machst Fahrzeugteile. Und du speicherst Fahrzeugteile. Und du speicherst Elektronik. So, das wird vorgesehen. Das erfüllt sich dann auch. Als nächstes dann die Schiff-Dock-Reparatur erforschen. Machen wir doch. Erforschung. Wenn er das will, dann tun wir das. Jetzt wird natürlich auf lange Sicht brauchen wir das Kupfer unbedingt. Vielleicht kriegen wir ja wenigstens die Bagger noch fertig und die Fahrzeuge, die wir brauchen. Wir brauchen eigentlich 4 davon. Und eigentlich brauchen wir wahrscheinlich so viele, damit wir alles benutzen können. Gummi haben wir jetzt selber, nicht Diesel haben wir selber. Es fehlen wirklich nur die Fahrzeugteile. Okay, hier hinten ist Kupfer. Und jetzt bauen wir dann einen wunderschönen Kupferbergbau. Da ist er. Und der ist direkt an der Oberfläche, nicht? Die sind gar nicht so tief hier. Einmal das. Dann, wo sind die Lager? Ich sehe mich immer zu Tode. Schüttgutlager ist doch für Kupfer. Sieht so aus. Dann machen wir hier Eingang und Ausgang hin. Und jetzt dann das Bergbaugebiet. Ich würde sagen, wir starten halt hier. Und graben uns dann damit runter. Okay. Würde erstmal passen. Geringe Lebensmittelversorgung. Ja. Ich glaube, wir brauchen ein Lager für Kartoffeln. Wo können die rein? Kartoffeln sind ein Stück gut. Dann bauen wir doch das Lager für die vielleicht irgendwie hier hin. So. Kupferelektrolyse. Wir gucken mal. Dieselproduktion, wir lesen noch. Diesel kann produziert werden, indem Rohöl über einfache Destillerie destilliert wird. Um Rohöl zu fördern, bauen sie Ölpumpen auf einer Öllagerstätte. Wenn sie Ölpumpen zum Bau ausgewählt haben, werden die schwarzen Balke, welche sie sehen, die Öllagerstätten angezeigt. Die Ressourcenanzeige kann ebenfalls zu jeder Zeit eingeblendet werden. Wenn die Produktionsgebäude ausgewählt werden, werden Symbole der Eingangs- und Ausgangsobjekte über den Anschlüssen angezeigt, sodass Sie feststellen können, wo die Produkte hineingehen und herauskommen. Verbinden Sie 3 Ölpumpen mit der einfachen Destillerie durch Rohre. Haben wir sogar gemacht. Die Vorräte im Untergrund der Öl sind begrenzt. Im späteren Spielverlauf werden Sie in der Lage sein, zusätzliche Rohöl-Lagerstätten auf der Weltkarte zu finden. Um sie zu finden, müssen Sie ein Schiff einsetzen. Okay. Abfallprodukte. Diesel Production is not a clean process.
It produces Abwasser and Abgas. Ach so. Abgas can be related via the Schornstein and Abwasser can be dumped into the ocean with the Abwasserrohr. This is good English. This is English for insiders. Note that releasing pollutions to the environment will have negative effects on your pollution when done in lager volumes. Ja, mit der Abwasserrohr in der Abgas. Oh Mann. Okay, dann hatten wir hier noch irgendwo das Kapitänsding. Willkommen Kapitän, bla 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 bla. Abfallverkippung, Landwirtschaft, Wartung, Bergbau. Lastwagen, Welterkunden, Kopieren, Ausschneiden, Planung. Gesundheit, Bevölkerung. Okay, ich glaube, wir haben alles. Kapitänsbüro, ermöglicht es Ihnen, Verordnung zu erlassen? Ja, gut. Solange wir es nicht brauchen und die Fahrzeugteile sind fertig, Kupfer und Konstruktionsteile kriegen wir dafür. Sehr schön. Das hier ist auch fertig. Jetzt fehlen dem natürlich die Bagger. Und du dürftest Kupfererz speichern. Jetzt haben wir so ein bisschen das Problem, hier sind sehr viele Bäume. Und ich würde die Produktion in die Richtung bauen wollen. Oh, dass wir dann vielleicht hier nach und nach die Bäume wegnehmen. Wenn die werden eh gebraucht. Oh, die Lager sind sogar leer. Dann können die ordentlich hier ranjuckeln, nicht? Der hat zwei Fahrzeuge und der hat zwei Fahrzeuge. Das sollte also passen. Was ist hier mit der Kohle? Da geht es wieder in die Richtung zurück. Ja, das funktioniert noch. Eisen gucken wir auch nochmal. Ah, da haben sie auch noch gut zu tun. So, das Zeug kann ja auch noch andere Sachen herstellen. Aus geschmolzenen Eisen und aus Kupfer, Kupferplatten. Okay, interessant. Aus Kupferschrott und aus Kupfererz und Kohle auch. Das wäre natürlich das, was wir machen müssten, nicht? Okay, was sollen wir machen? Richten Sie ein Bergwerk für Kupfererz ein. Ja, sind wir dabei. Sobald die Fahrzeuge fertig sind, wegen den Fahrzeugteilen. Sehen wir weiter. Die Fahrzeugteile brauchen was? Einfach nur Zeit. Okay. Eine Bergbaugebiete befinden sich nicht in Kontrolle der Bergbautürme. Das hier ist auf jeden Fall drin. Das sollte auch noch drin sein. Wir können das ja mal neu ziehen. Okay, das war's nicht. Hier können wir nochmal neu ziehen. Ja, gut. Er wird schon meckern, wenn das so ist. Hier werden wir auf jeden Fall zuschütten, nicht? Nach und nach. Über den Berg hoch und hier zuschütten. Richtig hohes Ding. Achso, und das Schüttgutlager für Kartoffeln ist fertig. Sehr gut. Keine Forschung. Wir können ja schon mal weiter forschen. Fahrzeugrampen. Baupausen, Blaupausen, Verordnungen. Da brauchen wir aber irgendwas mit 4. Dann erforschen wir die Rampen. Die Menschen verhungern. Ach, die sollen sich nicht so haben. Nur weil es mal kein Essen gibt. Die haben noch keine harten Zeiten durchgemacht.
Nee, wir bauen hier natürlich noch ein Feld in. Nice. So, wir haben hier jetzt ein Lager, da können wir es zwischenlagern. Und dann warten wir auf die Bagger. Bauen Sie einen Hochofen mit einem Metallgießerei und einem Schornstein. Okay. Ja, Bäume brauchen noch ein bisschen, glaube ich. Hochofen, Metallgießerei. Der Hochofen, genau, der macht das. Ach, der macht flüssig. Ah, und flüssig wird dann zu Platten. Okay. Das heißt, hier das Gleiche. Hier kommt dann Kohle und Co. rein. Und Dampf raus. Und dann kommt die Metallgießerei. Und die kann zweimal hin. Ich glaube so. Und dann die Rinne von dort nach dort und von dort nach dort. Haben wir das auch. Und dann brauchen wir wieder ein Lager für Stückgut rein und raus. So. Und du kriegst dann dieses Rezept. Kohle und Kupfer. Du kriegst deinen ersten Bagger und dein erstes Fahrzeug. Die Bäume kommen auch schon weg. Sehr gut. Zwei Öfen. Hier sollte herstellen nur Kupfer. So rum, genau. Und dir fehlt noch der Schornstein. Das ist sogar zu Recht so. Und das wollen wir doch auch noch ändern für dich. Da. Rohrleitung. So. Du hast eh noch kein Kupfer. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht Kupferschrott irgendwo haben. Dann könnte der das einschmelzen. Ich meine, wir haben 772 Kupfer. Das heißt, das sollte lange reichen. So, wir sagen, Kupfer kann hier auch rein. Und sie sollen das hier gar nicht anliefern. Holz ist wieder voll, okay. Ja. Wir müssen hier erstmal alles wegproduzieren. Und das nächste Feld ist fertig, sehr gut. Und dann kommt hoffentlich wieder genug Nahrung rein und die sind alle zufrieden. Wir haben Wasser drin. Und jetzt bau den Scheiß endlich. Was haben wir hier? Kupfer. Hier sind doch vier Kartoffeln. Soll sich mal nicht so aufregen. Ziegel, Zement haben wir auch noch. No. Und es geht langsam voran, aber es sieht so aus, als ob wir sogar schon die ersten Kupfer gleich kriegen werden. Jawohl. Gestein, Kupfer. Immerhin.
Immerhin das erste Kupfer, nicht wahr? Und reparieren Sie die Werft, haben wir noch als Auftrag. Kostet uns irgendwelche Sachen, können wir gleich mal mit reparieren, während die anderen Sachen nebenbei laufen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder.